In diesem Video zeige ich dir jetzt, wie du beim Windows Movie Maker 16.4 Videos zuschneiden, ausschneiden, kopieren und einfügen kannst. Ich habe hier in den folgenden Videos bereits einige Fotos, Bilder, Grafiken und so weiter eingefügt. Und ich suche mir jetzt eine Stelle, wo mir ein Schnitt als ganz sinnvoll erscheint. Das wäre hier zum Beispiel, mache ich dann einen Schnitt, wo hier unser Dr. Rödiger, so nenne ich hier diese Figur, vollständig eingeblendet wird. Ich bin jetzt einmal hier einige Rippens, gehe auf den Rippen bearbeiten, habe hier meinen Zeiger hier in dieser Stelle des Videos, klicke auf Teilen. Und somit habe ich dann hier den ersten Teil des Videos und dann den nächsten Teil des Videos. Das ist deshalb von Interesse, weil ich dann hier auf diese verschiedenen Videoteile verschiedene Eigenschaften zuweisen kann. Also ich könnte hier zum Beispiel Einblendungen vornehmen, könnte hier auch die Geschwindigkeit unterschiedlich festlegen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Geschwindigkeit 4 festlege, dann läuft es hier schneller und vorher noch langsamer. Na, vorher habe ich ja auch schon, wenn ich einen Doppelklick mache, nur 2 Sekunden eingestellt, aber danach muss es dann langsamer gehen. Schauen wir uns das einmal an. Es geht hier in 2 Sekunden, dann geht es sehr rasch, dann geht es schön langsam. Und diese verschiedenen Eigenschaften kann ich nur dann festlegen, wenn ich auch verschiedene Teile habe. Denn wenn ich hier ein einziges Video hätte und hier dann die Geschwindigkeit anders einstellen würde, dann würde das ganze Video in diesem Eiltempo durchlaufen. Das wäre natürlich nicht günstig. Dann kann ich natürlich auch solche geschnittenen Teile dann auch kopieren und einfügen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel gehen, will mir diesen Teil, gehe auf Startseite, kopieren, fahre dann an eine andere Stelle des Videos, zum Beispiel hierher, oder wähle mir hier was aus und klicke dann auf Einfügen. Und am Ende dann danach wird dann genau diese Stelle dann wieder eingefügt. Ich kann es auch dann mir hier auswählen und mit Entfernen, mit der Entfernen-Taste kann ich das dann auch hier wieder löschen, diesen Teil. Ich kann natürlich auch dann etwas ausschneiden. Schneide ich meinen Teil jetzt einmal hier ab. Was scheint mir denn hier sinnvoll zu sein? Ja, genau. An der Stelle, wo das noch hier eingeblendet ist und wo er dann verschwindet. Jetzt ist er verschwunden, mache ich einen Filmschnitt, ich gehe wieder auf Bearbeiten, auf Teilen. Und diesen Teil hier zum Beispiel schneide ich mir jetzt aus, gehe auf Startseite ausschneiden, ist noch hier so ganz schwach hinterlegt an einer anderen Stelle, gehe jetzt hierher, klicke auf Einfügen und habe dann den Teil des Videos, der vorher hier war, jetzt dann hier dementsprechend dann noch eingefügt. Somit hast du jetzt gelernt, wie man Videos zuschneiden kann, ausschneiden kann, kopieren, einfügen kannst. Und auch nebenbei hast du dann auch schon bereits gesehen, wie du die Geschwindigkeit eines Videos verstellen kannst.